und mit chinesischen Stäbchen, Alexander, dass man das dann auch anständig essen kann. Da haben wir uns überlegt, das ist vielleicht mal, weil der Horst Werner ja auch gesagt hatte, wir wollten eigentlich noch mal schön grillen, aber die Pandemie hat uns in vielen Dingen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr sind wir froh, dass wir auch heute eigentlich hier zusammenkommen können. Denn die Zahlen sind ja leider auch am Steigen. Von daher wollen wir es heute wirklich hier genießen und hoffen, dass wir im nächsten Jahr, vielleicht nächstes Jahr im Sommer, dann auch mit dem neuen Bürgermeister mal einen großen Grillsommerabend geben kann und dass wir uns nicht stressen lassen. So, was dann? Bleibt ruhig hier vorne, damit wir dann auch mal die gesamten Ausgeschiedenen aus dem Hausparat genau hier vorne gemeinsam sehen können. Ja, wir dürfen uns auch herzlich bedanken bei Herrn Werner Drebes, der heute leider nicht kommen kann. Er war vom April 2011, also somit seit Gründung des Ortsparats hier in Frankenau, bis zum März diesen Jahres Mitglied im Ortsparat, also somit zwei volle Perioden. Und wenn ich daran auch denke, heute ist der Herr Rubigel hier. Ich kann mich daran erinnern, mit Ihnen, der Hilmar Werner, und ich glaube, es war der Rainer Lange, wo wir damals Ende 2010 die ersten Gespräche geführt haben, einen gemeinsamen Ortsparat in Frankenau zu etablieren. Und er ist entstanden und der Werner Drebes war dort auch ein Kind der ersten Stunde. Dann haben wir hier den Eberhard Graf. Der Eberhard Graf ist, glaube ich, auch ein Kind der ersten Stunde. Ne? Nein, Sie sind, glaube ich, kurz danach, doch, Sie sind auch mitten in der ersten Stunde reingekommen, genauso wie der Werner Drebes. Und Sie sind ausgeschieden und deshalb dürfen wir auch Ihnen ganz herzlich für die Arbeit der letzten Jahre Dank sagen. Und unter anderem waren Sie auch einige Jahre davon Ortsvorsteher in Frankenau. Lieber Herr Graf, dafür herzlichen Dank für Ihr Engagement im Namen der Stadt Frankenau. So, dann haben wir den Dieter Schneider, der leider auch heute auch nicht da sein kann. Ebenso seit April 2011 Mitglied im Ortsparat gewesen, somit auch zwei Perioden gefüllt. Auch er in vielen Bereichen, auch neben dem Ortsparat für die Bürgerinnen und Bürger Frankenau tätig gewesen. Auch ihm danken wir herzlich für die Abwesenheit. Genauso wie dem Sebastian Wernig. Wurde er noch gekommen? Nein, der Sebastian Wernig ist nicht gekommen. Der Sebastian Wernig in Kraft, den hatten Sie, glaube ich, damals gewinnen können für den Ortsparat. Er ist in 2016 mit eingestiegen und jetzt auch ausgeschieden. Auch ihm danken wir ganz, ganz herzlich und somit haben wir die Ausgeschiedenen vom Ortsbeirat Frankenau hier vorne stehen. Danken ganz herzlich den beiden. Bleiben ruhig stehen. Wir holen jetzt mal alle weiteren mit nach vor. Dann haben wir den Ortsbeirat Eilner Hartberg. Da kommt jetzt bitte mal nach vorne für 15 Jahre, für drei volle Perioden, der Ralf Heinrichs. Den danken wir ganz herzlich für 15 Jahre. Der Rainer hat gesagt, ich höre jetzt auch mit dem Ehrenamt. Ich habe das erste Gedicht vom Horst Werner mehr zu Gemüte geführt, aber seine Frau hat sich das zweite Gedicht vom Horst Werner zu Gemüte geführt. Sie ist dafür eingestiegen, sie haben zu Hause den Staffelstab übergeben, sie ist dafür jetzt bei uns Stadträtin im Magistrat. Lieber Ralf, auch dir herzlichen Dank für 15 Jahre Mitarbeit im Ortsrat als Partner. Und einmal das chinesische Schwert. So, dann kommen wir zum Ortsparat in der Lothal. Dort freuen wir uns auch gemeinsam bei Ralf für 15 Jahre Dienst im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dürfen wir heute ganz, ganz herzlich den Thomas Heck danken. Lieber Thomas, komm zu uns. Jahre viel erlebt, Scheune gebaut und vieles andere in Altenotheim. Von daher herzlichen Dank für dein Engagement und du darfst auch bei Horst Werner Bremer dir ein chinesisches Besteck entgegen. Dann dürfen wir auch herzlich danken dem Willi Lüge. Ebenso 15 Jahre, noch länger, dann haben wir hier noch Zahlenträger drin. Auf jeden Fall war er, glaube ich, auch oder fast 20 Jahre Mitglied. Er hat auch verschiedene Funktionen in der Gehaltsleiter bei euch. Seit 89, vor der Wende, also somit auch jemand, der viele, viele Jahre für das Ehrenamt in Altenotheim aktiv war, der heute leider nicht dabei sein kann, aber bitte auch in Altenotheim nimmt den Dank und die Anerkennung heute schon mal von uns mit. Wir werden auch Ihnen dann nochmal das entsprechende Präsent zukommen lassen. So, wir kommen nach Neurode. Aber er ist heute
leider auch nicht anwesend. Der Ola Fakina. Ola Fakina hat den Alexander einige Jahre im Ortsbeirat begleitet und unterstützt. Hier bei uns haben wir 10 Jahre, also 2 Perioden, vermerken dürfen. Er hat gesagt, das Ortsbeiratsmandat nehme ich nicht mehr oder ich kandidiere nicht mehr erneut. Er hat ja sich dafür ein weiteres Ehrenamt angelacht. Er ist ja mittlerweile Vorsitzender vom Kreisbauernverband hier in der Region und somit hat er dort seine Position verändert. Aber wir wollen auch dem Olaf an der Stelle herzlich danken. Und lieber Alexander, lieber Stefan, nehmt bitte den Dank auch von heute schon mal mit für 10 Jahre gemeinsame Arbeit bei euch. Ich danke auch ganz herzlich dem Olaf Fakina. Das Gleiche gilt an dieser Stelle, lieber Uli Metz, auch dem Lothar Battefeld. Der Lothar Battefeld ist ausgeschieden in Ellershausen. Ihr habt aber auch schnell wieder Verstärkung gefunden. Der war 15 Jahre, hat er auch den Ortsbeirat in Ellershausen an der Stelle mitgearbeitet und sich für viele Dinge im Ort eingesetzt. Auch ihm danken wir an der Stelle sehr herzlich. Ihr wart vom Ortsbeirat, glaube ich, schon einmal bei ihm, auf der Mühle bei ihm, auf dem Hof und habt ihm herzlich gedankt. Wir werden das an der Stelle auch nochmal tun und ihm einen Gutschein zukommen lassen. So, wir kommen zu Riesendorf. Leider, glaube ich, ist auch niemand gekommen. Der Tristan ist heute gekommen, stellvertretend für den Ortsbeirat in Riesendorf. Das freuen wir uns an der Stelle. Aber lieber Tristan, nimm bitte auch die herzlichen Glückwünsche und den herzlichen Dank mit an die Caroline Albrecht, die von 2016 bis 2021, also 5 Jahre, eine Periode mitgearbeitet hat. Die erste Periode von der Ortsvorsteherin Britta Bachmann und der Thorsten Kühn ebenso, sowie auch der Daniel Dersch. Das waren die 3 Neuen damals im Ortsbeirat in Luisendorf, die gemeinsam dann mit der Britta Bachmann und mit dir und mit vielen weiteren im Ort für Luisendorf gekämpft und gearbeitet haben. Auch den 3 danken wir, und ich glaube auch in Abwesenheit wollen wir den mal einen Applaus zukommen lassen. So, schlechte, dünne Auswahl, würde ich mal sagen, aber viele Leute aktiv vertreten sind, das finde ich gut. Ihr dürft jetzt immer Platz nehmen, denn wir haben mit der Frau Battefeld vereinbart, wir werden das Foto draus bei dem herrlichen Wetter heute in der Sonne dann gleich machen. Dann kommen wir wieder nach Altenlothal. Wir dürfen heute einen Stadtverordneten, aber auch Mitglied im Ortsbeirat, immer noch Mitglied im Ortsbeirat Altenlothal, herzlich Dank sagen, ihm die Ehrenmedaille und Ehrennadel der Stadtfreie genommen von Bronze und einen Gutschein überreichen. Es ist der Manuel Kühn, der leider heute auch nicht kommen kann, aber auch ihm werden wir die Ehrung natürlich noch zukommen lassen. Er ist, wie gesagt, 5 Jahre im Parlament. Dort auch im Bauausschuss Mitglied gewesen und seit 2016 ist aber auch durchgehend und Heiko jetzt in der 2. Periode schon bei euch im Ortsbeirat in Altenlothal aktiv. Auch und für ihn in Abwesenheit, glaube ich, mal einen kleinen Applaus. Ja, die CDU ist dort hinten vertreten, auch mit dem ehemaligen Herr Sugel, den ich eben auch schon mal benannt habe. Hätte heute gerne auch den Hamadén begrüßt, der kann leider auch an der Stelle nicht kommen, denn der Hamadén hat auch viele, viele Jahre sich hier in Frankenau kommunalpolitisch betätigt. Er hat insgesamt 14 Jahre sich für die Belange der Stadt Frankenau, für die Belange aller Stadtteile eingesetzt und da möchte ich nur vorlesen, er war von 1997 bis 2001 Stadtverordneter und Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss. Und dann ist er wieder eingestiegen, so wie du vorhin gesagt hast, man kann auch mal eine Pause machen und man kommt da vielleicht wieder. Und dann ist er eingestiegen wieder am 1. April 2011 und am 3. Mai diesen Jahres ausgeschieden. Dort war er auch Mitglied im Bauausschuss, somit hat er beide Ausschüsse auch begleitet. Und dafür danken wir ihm an der Stelle auch sehr herzlich und sagen vielen, vielen Dank und die Ehrenmedaille und Ehrennadel der Stadt Frankenau in Silber und so mehr als präsent. Werde ihm auch noch zukommen lassen, aber auch in Abwesenheit für den Harald Dick, glaube ich, an der Stelle. Vielleicht sieht er das Video hier von dem Herrn Dudek. Herzlichen Dank und einen Applaus für den Harald Dick. So, nun kommen wir zum ersten Ortsvorsteher des Stadtteils Frankenau. Er grinst schon, er weiß schon, um wen es geht. Wir danken heute meinen ehemaligen Bewerberkollegen des Bürgermeisteramtes aus 2010. Dürfen wir für
10 Jahren kommunalpolitische Arbeit hat sich da angefangen. Du hast es damals wahrgemacht, es haben einige gesagt, ja, wir fangen alle an und wollen dann in die Kommunalpolitik. Aber der es wirklich wahrgemacht hat, war der Alexander Kaufmann. Er hat sich aufstellen lassen, ist gewählt worden und war somit seit 2011 Stadtverordneter bis zum Ende der letzten Periode, also bis zum März dieses Jahres. Aber auch vom April 2011 und somit der erste Ortsvorsteher hier in Frankenau, war er bis März 2016 Ortsvorsteher hier und hat sich somit für viele Dinge eingesetzt. Ich weiß noch, in deiner Zeit haben wir, glaube ich, die Toilettenanlage, die öffentliche in Frankenau, eingerichtet und umgebaut. Frau Primark, glaube ich, mit der Dieter Schneider war weg, der Horst Schäfer und viele andere, mit Thomas Tüttlitz. Das war ein Projekt in deiner Periode. Und damit danken wir dir sehr, sehr herzlich. Und jetzt dürfen wir dir die Ehrenmedaille und die Ehrennadel der Stadt Frankenau in Silber überreichen. Und wir passen auf, dass wir dich nicht pieksen. Lieber Alexander, herzlichen Dank für dieses Engagement. Drück mal richtig rein, ne? Ein bisschen spritzt. Dankeschön. Und halt's in Ehren, ne? Auch ein kleiner Gutschein noch. Und natürlich den Frankenauer Ziegenbock. Der ist dir ja vertraut. Du darfst auch gerne, wenn wir vorne bleiben, dann können wir auch nochmal alle sehen, die aus dem Parlament ausgeschieden sind. So, wir kommen zum nächsten. Der war auch 10 Jahre für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankenau, aber auch explizit für Ellershausen tätig. Wir dürfen an der Stelle sehr herzlich Klaus-Peter Schwaber nach vorne bitten und ihn für 10 Jahre kommunalpolitisches Engagement machen. Er war von 2011 bis 2021 Stadtverordneter, in der ersten Periode im Umweltausschuss tätig und in der zweiten Periode dann im Bauausschuss bis zum März diesen Jahres. Und deshalb, lieber Klaus-Peter, auch für dich die Ehrenmedaille und die Ehrennadel in Silber. Und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für 10 Jahre Arbeit. Und ich weiß, dass du auch aus deiner Tätigkeit in Arbeit und Arbeitnehmerinteressen zu vertreten auch immer darauf bedacht warst, dass die Entscheidungen irgendwo sozialverträglich sind. Lieber Klaus-Peter, herzlichen Dank für 10 Jahre kommunalpolitisches Engagement hier in Frankenau. Klaus, das muss ich natürlich hier loswerden. Ich hätte das schon wollen, dass unser Betriebsratsvorsitzender, ja, Klaus setzt sich für die Arbeitnehmer bei uns im Haus Günther ein, schon viele Jahre, dass du dich auch kommunalpolitisch bei uns engagiert hast. Herr Klaus lebt das Ehrenamt wirklich, auch wenn er manchmal einen Hals hat. Ne? Ich sage es einfach mal so. Aber Klaus, es gibt auch schöne Momente. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Und auch hier das Präsent für dich. So, wir dürfen jetzt jemandem auch in Abwesenheit herzlich danken für 15 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit. Das ist der Holger Kohle. Er ist seit 2011 durchgehend im Parlament tätig gewesen, Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss und Fraktionsvorsitzender sowie Mitglied im Ältestenrat. 15 Jahre Politik hier in Frankenau. Dafür gibt es die Ehrenmedaille und die Ehrennadel in Gold. Auch ihm wollen wir an der Stelle einen Applaus, wenn er das Video sieht. Herzlichen Dank. So, die Familie Schäfer aus Alter Vater ist schon immer interessiert, sich einzusetzen, sich zu engagieren im Ehrenamt. Und das machen nicht nur der Ralf und seine liebe Gattin, sondern auch der Hartmut Schäfer. Der Hartmut hat sich hier in Frankenau seit 2006 im Parlament für die Interessen eingesetzt. Er war 10 Jahre Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung, da auch Mitglied im Bauausschuss. Habe ich einen Versprecher gehabt? Er fühlt sich nur ein bisschen. Weil ich dann der Familie Schäfer. Der Ralf hat in die Familie Schäfer reingeheiratet, die Familie Schäfer einkriegst. Das soll man der Stelle natürlich. Ja! Du bist in die große Familie Schäfer nach meiner Vater gekommen, lieber Ralf. Ich glaube, du hast dich da so ausgebreitet, dass du sogar im Elternhaus wohnen darfst. Hast die große Bürgerschwester rausgeschickt. Ich glaube, du hast da so viel. Ja, hallo. Von daher alles gut. So, wir dürfen also dem Hartmut für diese 10 Jahre Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung auch im Ausschuss sehr herzlich danken. Und er hat auch in der letzten Periode von 2016 bis 2021 uns dann im Magistrat verstärkt und hat dort
sich für alle Bürgerinnen und Bürger gleichwohl eingesetzt. Und ich glaube, da auch den Bauch, Thomas Spohr, auch du, wir haben immer ein gutes Miteinander im Magistrat gehabt. Du hast dich immer für alle Dinge eingesetzt, hast auch mal Dinge hinterfragt, auch mal Dinge, die dir auch nicht geschmeckt haben, hast du mit aller Hartnäckigkeit hinterfragt. Und das war wirklich toll, das hat uns wirklich bereichert. Und dafür wollen wir dir herzlich danken. Und dieses Engagement ist uns auch, oder nach den Statuten, verdienst du damit die goldene Ehrennadel und die goldene Medaille der Stadt Frankenau, die wir herzlich überreichen. Und vielen, vielen Dank und bleib weiterhin uns allen mit deinen Aktivitäten, auch außerhalb der Politik, noch weiterhin. Vielen Dank, lieber Hartmut. Die Sache ist schlecht, oder? Auch. Na gut. Ich hab dich gefragt. Hartmut, Sicherung. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu etwas Besonderem. 20 Jahre. 20 Jahre kommunalpolitisches Engagement in den verschiedensten Bereichen. Und das ist wirklich mir eine große Freude heute, dass er auch anwesend ist mit seiner lieben Gattin. Denn wenn man für 20 Jahre sich die Zeit nimmt, dann braucht man an der Stelle auch eine starke Frau, die sagt, naja, geh ruhig mal los, ich kümmere mich zu Hause und die Kinder und allem, was dabei ist, das ist schon Verantwortung und Arbeit. Und deshalb möchte ich an der Stelle zu Beginn seiner lieben Frau ganz, ganz herzlich danken, dass sie ihm 20 Jahre zur Seite stand, ihn immer gehen hat lassen, wenn es sein musste. Ich glaube, das war nicht immer einfach. Und Sie wissen schon, worüber ich spreche. Lieber Alexandra, komm bitte nach vorne. Wir wollen heute sagen, vielen, vielen Dank für 20 Jahre kommunalpolitisches Engagement hier in Frankenau. Ich möchte es ein bisschen ausfüllen. Er hat 2001 begonnen. 2001 ist er sogar noch nicht nur Ortsvorsteher in deinem Grunde geworden, auch Verwaltungsaußenstellenleiter. Damals war das noch so, damals hatten wir noch die Verwaltungsausstellen und somit warst du dort in Doppelfunktion, hast somit auch, glaube ich, noch das anders was ausgegeben oder was damals so angefallen ist, was ein Verwaltungsaußenstellenleiter damals noch machen musste, bist aber dann nach zehn Jahren auch so weit gewesen, dass du gesagt hast, so, das habe ich jetzt alles so im Griff, das läuft so schüttelig aus dem Ärmel, ich gehe jetzt auch ins Parlament. Und dann ist damit angetreten. Zum 1. April 2011 hat er seine Tätigkeit als Stadtverordneter und auch im Bauausschuss aufgenommen und hast bis zum März dieses Jahres im Parlament mitgearbeitet, also 10 Jahre Parlament und 20 Jahre Ortsvorsteher. 20 Jahre Ortsvorsteher in wunderschönen Lennrode. Ich glaube, dein Vorgänger, das war Wilhelm Hecker. Wilhelm Hecker. Mit zwei Jahren Pause dazwischen, aber du hattest auch im Hintergrund immer noch jemanden, auf den du dich verlassen konntest, den wir heute auch, an den wir gedenken, den lieben Norbert, der auch immer für dich da war, wenn es um irgendwelche Ratschläge und Tipps ging. Und immer guten Ortsbeirat dabei. Und immer guten Ortsbeirat. Dank an die Ortsbeiratsmitglieder, die mich in den 20 Jahren unterstützt haben, Stefan und Martina. Du kannst auch nochmal herzlichen Dank. Ne? Du kannst auch gerne das Mikro nehmen. Ja, ich möchte da auch nochmal Danke sagen an Martina und an Stefan, die seit 2001 in einem Ortsbeirat in einer Rote sind, weil ohne einen starken Ortsbeirat kann der feste Ortsvorsteher nichts machen. Daran nochmal herzlichen Dank auch euch beiden. Also die goldene Ehrenmedaille und eine Urkunde und die Frau Baumann hat sich noch was Besonderes einfallen lassen, nämlich einen Schreibtisch oder irgendwie eine Urkunde. Ich übergebe. Ein bisschen was will ich auch erzählen. Wie sich das so gehört, bei der Urkundenübergabe wird die Urkunde auch vorgelesen. Die Nationalparkstadt Frankenau spricht Herrn Alexander Küster aus Frankenau-Lernrode für seine 20-jährige verdienstvolle Tätigkeit als Ortsvorsteher des Stadtteils Lernrode Dank und Anerkennung aus Frankenau im Oktober 2021 für die Stadtverordnetenversammlung der Nationalparkstadt Frankenau-Bremmer, Stadtverordnetenvorsteher für den Magistrat der Nationalparkstadt Frankenau, Björn Brede, Bürgermeister. Alexander Reis. Wir kennen uns schon viele Jahre enger über die kommunalpolitische Schiene. Es hat immer Spaß gemacht.
Du bist ein kritischer Zeitgenosse, du hast Sachen hinterfragt, muss das wirklich so sein? Können wir das nicht ändern? Du bist manche Bürgermeister auch manchmal auf die Pelle gerückt. Der Reinhard Kuppert sagt immer, schon wieder der Künstler, was will denn? Also, Alexander hat sich für seinen Heimatort richtig ins Zeug gelegt und toll eingesetzt. Und ich finde das auch toll, dass wir das heute in dem Rahmen nochmal unterstreichen können. Wir haben es in Ortsbeirat gemacht, bei der Amtsanführung von Stefan Rosen. Hast du auch nochmal deine Geschichte, deine kommunalpolitische Geschichte Revue passieren lassen. Richtig toll. Und bei euch im Hause, Küster, da ist die Kommunalpolitik zu Hause. Und dass deine Frau das so mitgeht, tipptopp, machst du gut. Ja, nimm mal die Urkunde. So, dann kam Karin. Ja, jetzt scheiden wir Leute aus, lag es dran und dem muss man doch was Besonderes schenken. Dann kam er immer ein bisschen geprügelt und gesagt, hier Karin, guck doch mal nach dem Schreibset mit dem Namen. Das ist doch was Persönliches. Auch wenn er keine Ortsvorsteherverträge unterschreibt, aber vielleicht Kaufverträge von alten Häusern, die er renoviert und instand setzt und vermietet. In der Wohnung gibt es Möglichkeiten, Alexa. Und wir haben uns da geeinigt und Karin hat das richtig schön gemacht. Denn deine Frau wird ein bisschen drauf neidisch sein. Ja, das ist das schöne Schreibset. Gell? Und deiner Frau kannst du für den Nachttisch wie sie mit deiner Hände. Die kriegt natürlich noch was viel Besseres. Ne? Das hat der Jürgen jetzt in der Hand. Ja. Vielleicht kommst du auch noch mal nach vorne. Komm, dann stell ich dir hier. Jetzt passt es. Also, lieben Dank, dass du deinen Mann über den Rücken gestärkt hast. Und deshalb eine kleine Anerkennung auch für dich. Dankeschön. Jetzt nochmal einen Applaus für das Paar. Du kannst gerne hier vorne. Ich muss ehrlich sagen, es ist total spannend, wenn ich diese Zahl jetzt so über die Lippen bringe, denn das ist kaum zu glauben. 44 Jahre kommunalpolitisch aktiv. Wer kann das von sich behaupten? In den verschiedensten Funktionen, ja auch mal mit Tagen, die sicherlich nicht so einfach waren, aber auch mit vielen wichtigen Entscheidungen, mit richtungsweisenden Entscheidungen für die Stadt Frankenau. Und da begrüße ich und rufe ihn bitte nach vorne, den lieben Ortwin Bauch. 44 Jahre, dafür schon mal einen großen Applaus. Der Ortwin Bauch hat immer mal so ein bisschen geswitcht, wie man das heute so auf Neuenglisch sagt. Er war von 1977, April, da war er gar nicht geboren. April 77 hat er begonnen und ist in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden. Eine Periode später ging es schon gleich weiter. Da ist er zum 1. April 1981 Stadtrat, also somit Mitglied der Magistrat geworden. Dann hat er gesagt, ach Magistrat, ich gehe wieder zurück. Dann ist er wieder zurück ins Parlament bis 1993 und hat sich aber wieder wählen lassen, ist dann erneut in die Stadtverordnetenversammlung gekommen, Mitglied im Bauausschuss geworden, dann wieder in die Stadtverordnetenversammlung, wieder Bauausschuss und sogar dann ab 1997 stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. Das heißt, so bunt und so viele Tätigkeiten, dann ist er 2001 sogar zum Fraktionsvorsitzenden seiner Mannschaft gewählt worden, Haupt- und Finanzausschuss, war auch dann Kandidat, Bürgermeisterkandidat seiner Fakultät, hat damals sich sozusagen den Wettbewerb gegeben mit unserem heutigen Landrat und Dr. Reinhard Kuppert. Und dann ist er 2006 wieder in den Magistrat gewählt worden und hat bis zum März diesen Jahres, lieber Thomas, lieber Hartmut, weiß nicht, wie man noch vom lieber Burkhardt, hat er uns wirklich mit Rat und Tat über, mit der Erfahrung dieser vielen Jahrzehnte, immer wieder zur Seite gestanden und hat wirklich uns immer bereichert. Es waren schöne, schöne Zeiten, lieber Ortwin, die ich persönlich auch nicht missen möchte. Und deshalb sage ich da persönlich vielen, vielen Dank für diese tolle und gute Zusammenarbeit, vor allem diese menschliche Art, die du auch immer mitbringst, auch mit deiner Frau. Und deshalb bekommst du heute die Ehrenmedaille, die Ehrennadel der Stadt Frankenau in Gold verliehen. Aber nicht nur das, lieber Ostwerner und Magistrat, das ist dann erstmal mein Part. So ist das auch.
Die Ehrenurkunde möchte ich an der Stelle auch vorlesen. Die Stadtverordnetenversammlung der Nationalparkstadt Frankenau hat durch Beschluss vom 22.09. Herrn Ottwin Bauch, Frankenau-Altdorf-Hartberg, geboren am 17.10.1948 in Altdorf-Hartberg, damals hieß es noch nicht Altdorf-Hartberg, in besonderer Anerkennung seiner langjährigen Tätigkeit für die Stadt Frankenau zum Ehrenstadtrat ernannt. Oktober 2021, Stadtverordnetenvorsteher Hans-Peter Bremmer, Bürgermeister Björn Brede. Lieber Ottwin Bauch, herzlichen Dank, alles Gute weiterhin und es ist uns eine große Ehre, dass du jetzt unser Ehrenstadtrat der Stadt Frankenau bist. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und das schreibt sich das auch noch. Auch dir wollen wir ganz, ganz herzlich Danke sagen. Du hast gegenüber den Rückenstärken 44 Jahre lang in den Freiraum gewährt, dass er sich für alle Sitzungen die Zeit nehmen durfte und konnte los. Und ich weiß, wie schwierig das auch bei euch mit so vielen Kindern und vor allem Landwirtschaft und allem, was daran hängt, was ihr alles zu tun habt. Von daher wollen wir dir ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass du dem Ottwin da wirklich den Rücken in jeder Richtung gestärkt hast. Liebe Hörer, vielen, vielen Dank. Die beiden haben aber ihre Gene weitervererbt und somit haben wir jetzt den Stadtrat Holger Bauch bei uns in den Reihen, der seinen Vater bisher wirklich bestens vertritt. Und somit ist die Ära Bauch an der Stelle ja noch nicht zu Ende, sondern lieber Ottwin, dein Sohn hat die Tradition an der Stelle fortgesetzt. Und darüber freuen wir uns sehr. Mir ist aber eben noch was eingefallen, als ich gerade gelesen habe. Du bist geboren in Altdorf, waschechter Altdorf. Ja. Was auch in deiner Zeit gefallen ist, aber auch in der Zeit von Hartmut Schäfer, aber auch in der Zeit von Ralf Heinrichs, das war, dass wir vor vielen Jahren den schweren Schritt gegangen sind, denn der war nicht einfach, einen Stadtteil umzubenennen. Es hieß immer noch Altdorf bei Frankenau. Das war das offizielle Amtssiegel auch. Altdorf bei Frankenau. Da haben wir vor vielen Jahren diesen Weg eingeschritten oder sind diesen Weg gegangen, haben im Innenministerium nachgefragt und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie komplex und wie schwierig das ist. Und bis das dann überall auch geändert ist, beim Amt für Bodenmanagement und. Und wir haben heute noch viel Urkunden, und das wird sich ja nie ändern, da steht dann immer noch Altdorf bei Frankenau. Aber seit, ich weiß gar nicht mehr wann es war, 2013, 14 oder so ähnlich, heißt der Stadtteil jetzt Altdorf-Hartberg. Und mittlerweile hat das Ministerium in der Richtung das auch alles ein bisschen erleichtert und gelockert. Mittlerweile gibt es die Dokumente der Stadt Kassel, es gibt die Nationalparkstadt Frankenau, Frankenberg-Hinger hat einen Zusatz und vieles mehr. Und somit hat man auch die Möglichkeit, heute einen Ortsteil, wenn er wirklich historisch das belegen kann und wenn man einfach einen Grund, einen wichtigen Grund angeben kann, dann kann man es mal so weit bringen, dass man den Ortsteil umbenennt. Willst du auch? Ja. Zwei Dinge, nur ganz kurz. Also ich schließe mich dem an, was jetzt schon mehrfach auch gesagt wurde, vom Horst Werner von dir. Wenn man sowas macht, dann muss die Familie dahinter stehen. Sonst Knatsch in der Familie, das ist dann irgendwo, dann geht einfach nicht. Und das war in dem Fall so und darf mich an der Stelle da auch nochmal ganz herzlich bedanken meiner Frau. Das Sohn, aber ich habe den nicht dazu überredet. Das war also eine ganz eigenständige Entscheidung von ihm. Vielleicht haben andere Leute da ein bisschen eingewirkt. Hier wurde gerade gelegt. Ja, und das Zweite, was Altdorf-Hartberg betrifft, ist, wenn ich mich richtig erinnere, war es tatsächlich so, dass die damalige Gemeindevertretung oder der Gemeindevorstand einmal einen Stempel hat oder ein Dienstsiegel hat machen lassen mit Altdorf-Hartberg und durften es nicht verwenden, weil die offizielle Bezeichnung war Altdorf bei Frankenau. Lustig daran ist, wenn man Post bekam und zu der Zeit hat Altdorf und Altdorf-Eder die gleiche Postleitzahl, 3559. Bei uns kam die meiste Post mit handschriftlich und später mit einem Stempel Hartberg aufgedruckt.
da mussten wir die Wahl erst in dem anderen, größeren Wahllauf und auch bekannteren durch die Firmen, die da oben tätig sind. Das hat sich ja nun geändert, aber es durfte, dieser Stempel oder dieses Siegel durfte nicht verwandt werden, weil die offizielle Bezeichnung tatsächlich alle noch mal genau war. Später hatten die sich da oben sogar einen Stempel mit Hartberg machen lassen. Und wenn man Hartberg draufgeschrieben hat, kam es an. Vor allem auf die erste Antwort. Gut. Und das ist nur ein Beispiel davon, wenn wir irgendwelche Themen hatten, die auch in der vergangenen Führung hatten. Ortweg war immer und wusste mit seiner Erfahrung, was man dazu noch braucht. Ja, 44 Jahre, das ist eine große Leistung, aber nicht weniger Leistung ist es auch, wenn man 28 Jahre sich kommunalpolitisch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger stark gemacht hat, eingesetzt hat. Und da wollen wir ganz herzlich heute auch dem ehemaligen Stadtrat Thomas Stohr danken. Lieber Thomas, wir danken dir für 28 Jahre lang kommunalpolitisches Engagement hier in Freidenau. Der Thomas Stohr begann 1993 im Parlament, hat dann auch im Haupt- und Finanzausschuss mitgearbeitet und wurde dann anschließend im Jahre 2007, es war im Juni, ist er gewechselt in den Magistrat und seitdem durchgängig bis zum März diesen Jahres Mitglied im Magistrat der Stadt Freidenau gewesen. Und dich hat es auch ausgezeichnet mit deiner Erfahrung, aber auch dein soziales Engagement. Du bist da noch bei der VDK hier in Freidenau sehr stark aktiv und auch, glaube ich, Betriebsrat oder Personalrat. Und du bist auf jeden Fall Stellvertreter, hast somit dort in dem Bereich schon immer wieder auch Interessen vertreten. Und das war auch bei uns hier im Magistrat, fand ich immer eine gute Bereicherung. Wir sind ja dabei, die Gebäude nach und nach alle barrierefrei umzubauen, dass wirklich Menschen mit Behinderungen auch hier alle öffentlichen Einrichtungen erreichen können. Herr Dudek hat heute Morgen wieder einen Hinweis, wo wir drüber gesprochen haben. Und das ist auch so eigentlich mit auch so Verdienst von dir, denn du hast dich auch immer dafür eingesetzt, dass alle Menschen doch überall daran Teilhabe erfahren dürfen. Und von daher, lieber Thomas, danke dir ganz, ganz herzlich und sagen, du bekommst heute die Ehrenmedaille und die Ehrennadel in Gold verliehen und wirst analog dem Ortwig Bauch zum Ehrenstadtrat der Stadt Freidenau ernannt. Ich lese jetzt nur vor, verkürzter Form, Herrn Thomas Spohr, in besonderer Anerkennung seiner langjährigen Tätigkeit für die Stadt Freidenau wird er zum Ehrenstadtrat der Stadt Freidenau ernannt. Lieber Thomas, auch dir herzlichen Dank für dieses langjährige Engagement im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Vielen, vielen Dank. So, und dort haben wir auch eine starke Frau im Hintergrund, die immer den Rücken gestärkt hat, aber die auch für uns heute noch eine große Hilfe ist, denn seine liebe Frau unterstützt die Renata hier im Hause, also in der Kellerwaldhalle, aber auch bei uns im Rathaus, um Christian das, was wir mal liegen lassen, mal ein bisschen wegzuräumen und bei der Unordnung, die wir im Rathaus so hinterlassen, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und deshalb, liebe Bärbel, dürfen wir auch dir ganz, ganz herzlich danken für diese Zeit, in der du dein Mann den Rücken gestärkt hast und ihm immer den Freiraum gegeben hast, dass er sein Engagement hier in Freidenau ausüben dürfte. Liebe Bärbel, herzlichen Dank auch dir an der Stelle. Und das wollen wir natürlich auch in einem guten Strauß nochmal sehr herzlich zum Ausdruck bringen. Danke dir. Ja, meine Damen und Herren, das sind somit ganz besondere Menschen aus unserer Mitte. Menschen, die hier vorne stehen, die vorhin hier vorne gestanden haben, denn so wie Horst Danner es gesagt hat, wer sich ehrenamtlich engagiert, bekommt nicht immer nur Lob. Und insbesondere, wenn man sich politisch engagiert, wird manchmal nicht nur Sachen gestritten, sondern auch persönlich. Das ist nicht gut. Wir müssen mit der Sache streiten und anschließend ein Bier miteinander trinken können. Und das ist die Aufgabe für uns.
Aber als Vertreter der Kommunalpolitik bekommt man dann auch manchmal auf der Gasse, so nenne ich es immer so locker, auch hier und da Kritik aus der Bürgerschaft, die nicht immer einfach ist. Und deshalb ist es nicht, oder muss man es wirklich hoch anerkennen und auch den neuen Hofgärtner, die sich haben wählen lassen, die eben neue Gremien mit eingezogen sind, jetzt für die Politik, für die Kontinuität hier in Frankenau sorgen, muss man herzlich danken, dass sie sich dieser Aufgabe stellen. Und deshalb nochmal für euch alle für heute einen ganz, ganz großen Applaus. Alles, alles Gute weiterhin für euch und vielen, vielen Dank für diese tolle Arbeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Dankeschön.